Hallo Freunde und willkommen im heutigen Video mit guten Nachrichten für Easter Eggs Fans unter euch. Und zwar will ich euch ganz kurz und knapp zeigen hier das letzte bzw. das zuletzt entdeckte Easter Egg von Google hier. Ja, welche von Google Entwickler hier versteckt wurde. Alles was wir machen müssen ist einfach ja, unserem Lieblingsbrowser starten, ja, ob Explorer, Chrome oder Mozilla, spielt keine Rolle, funktioniert in allem. Und auf der google.com Startseite gehen, das ist wichtig hier, ja, mit DE funktioniert das nicht. Jedenfalls, ich habe es nicht geschafft. Wichtig ist also google.com hier und hier in den Suchfeld einfach Text Adventure eingeben oder Text Game funktioniert auch, ja, und Enter. Und jetzt einfach in den Entwicklermodus hier mit der F12-Taste oder wie ihr das macht, da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Ich mache das mit F12, weil es schneller geht. Und hier haben wir unsere Konsole und hier werden wir jetzt normalerweise gefragt, ob wir ein Spiel spielen wollen. Wir müssen das dann mit Ja bestätigen. Wenn das jetzt hier nicht der Fall ist, so wie bei mir jetzt, kann das nur eins bedeuten. Eigentlich, wir schließen wieder den Browser und öffnen nochmal und gehen wieder auf google.com und jetzt machen wir hier ein Slash, ein Punkt natürlich, kein Komma, Slash NCR, ja, das so viel wie No Country Redirect heißt und Enter und schon sollten wir jetzt, genau, jetzt sehen wir, das ist ja auch auf Englisch jetzt hier, dann geben wir hier nochmal Text Game, ja, das ist ein kleiner Text Game, halt wie der Name schon verraten hat und wenn wir jetzt F12 drücken hier und unser ja, Entwicklertools hier aufrufen, hier Konsole, haben wir schon, sieht schon anders aus hier, ja, Warning, do not copy and paste, tralala. Would you like to play a game? Yes or no? Wenn wir jetzt hier Yes eingeben, schon bekommen wir hier, ich überlege gerade, ich schließe das mal ganz schnell und versuche das mit dem Chrome, ich glaube, da kann man google.com, machen wir gleich so, NCR, ich glaube, da kann man das besser sehen, hoffentlich. Text, Game und F12. Genau, dann haben wir jetzt hier auf der Seite hier Konsole, ja. Und hier, would you like to play a game? Yes. Und schon startet unsere Game jetzt hier, ja. Type a single. Hier ist noch eine kurze Erklärung, ja. Einzelne Commands müssen wir hier nachher eingeben. Hier, das sind die Commands, hier die Befehle, die wir brauchen, ja. Nord, also Norden, Süden, East, West, Up, Down, Grab, Y, Inventory, Use, Help, Exits, Map and Friends. Ja, das sind die Commands hier, die wir brauchen. Hier ist nochmal eine ja, kurze Einführung halt. Hier, ja, wir sind irgendwie ja, spazieren irgendwo und plötzlich geht es uns nicht so gut. Halt, wir setzen uns kurz hin, nachdem es uns wieder besser geht. Stehen wir auch und ja, wir sehen uns in einem, ja, unser Spiegelbild halt in einem Fenster hier und ja, wir sind zwar der gleiche große blaue G hier, ja, dass wir immer waren, wir können nicht helfen, aber lächeln, aber Moment, wo sind unsere anderen Freunde, ja, das rote O hier, kleiner Hinweis vielleicht, dass ja, das gelbe O, das blaue G, grüne L und rote E hier. Ja, und nun, ja, machen wir uns auf der Suche wahrscheinlich. You see a wir sehen eine Statue aus Metall, irgendwie aus einem Gebäude rausgucken, wenn ich das jetzt richtig verstehe. A park just across the street. Und ein Park über die Straße halt, ja. So, jetzt haben wir die Möglichkeiten hier, wo wir weitergehen oder ja, rausgehen können nach Norden. Einfach North
tippen hier und Enter. Und schon geht's los hier. Ja, wir können jetzt, ja, das ist eine Legend hier. G, Clear Path und so weiter. You move north. Ja, wir haben uns nach Norden bewegt. Ein typisches Textgame halt. Das geht jetzt natürlich so weiter. You see a map. Wir sehen jetzt eine, genau. Also wir sind jetzt nach Norden gegangen. Wir sehen jetzt einen Gehweg, was um eine Palme herum ist. Und eine Karte hier, eine Map auf einer Bank. Wenn wir jetzt Grab eingeben, dann nehmen wir die Karte zu uns. Jetzt haben wir eine Karte hier, Inventory One Map und so weiter. Jetzt haben wir die Möglichkeiten nach Norden und nach Süden. Wir gehen nach Norden, würde ich sagen, natürlich weiter. You see a large field. Okay, und so geht es weiter, bis wir unsere Freunde hier das ja, die restlichen Buchstaben hier gefunden haben. Ich fand das ziemlich cool, so als ja, eine kleine Spielerei halt. Und wollte es euch auch nochmal zeigen. Ich hoffe, der eine oder andere zumindest unter euch das auch irgendwie cool findet. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten, ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.